Versammelt euch Leute, wo ihr mir hier seid. Ich erzähl euch von einer schrecklichen Zeit. Da traf man Menschen hier, dort, weit und breit, in Straßen, Kneipen und Betten. Und sie klagten einander unsägliches Leid. Kein Papier auf den Toiletten. Damals ein eiskalter Wind. Es fuhren recht grausig Mann, Frau und Kind. In der Gosse lag eine, den stach der Absinth wie mit 1000 Pinzetten. Er sang: Herrgott, sieh, was für Sünder wir sind. Kein Papier auf den Toiletten. Starben die Menschen wie Fliegen rundum, und die, die noch lebten, die kauften wie dumm Reis, Ravioli, Bier, Linsen und Rum und allerlei Kotelette. In der Badeabteilung erschraken sie stumm, kein Papier für die Toilette. Es waren die Kliniken längst überfüllt und auch der Staat schien so gar nicht gewillt, etwas zu tun gegen Elend, das quillt. Zwar stand in den Gazetten, Hände waschen sei ein wirksamer Schild, doch fehlt Papier auf den Toiletten. Die Stadien waren schließlich leer, in Konzert und Theater ging längst keiner mehr. Das nahmen die Künstler und Kritiker schwer und auch Alte mit Lorgnetten. Doch was alle einte, war diese Begehr: Papier für die Toilette. Die Bude stürzt ein, so drohte der Wolf einst dem ängstlichen Schwein. Hilfe, das wird doch kein SARS-Träger sein. Ich wollte darauf nicht wetten. Doch eine Bedingung, dann ließ ich ihn ein. Bring Papier für die Toilette. Versammelt euch Leute und hört mir gut zu. Die schreckliche Zeit lässt mir noch keine Ruhe. Gewiss, was zu essen brauch ich, brauchst du. Und vielleicht Brahms Quartette. Doch ohne dies eine stirbt die Gesellschaft im Nu. Papier auf der Toilette.